Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Motor ist drin. Ich hätte gerne die ganze Front für euch vorgebaut, weil es ist erst 16.50 Uhr. Es wäre noch ein bisschen Zeit gewesen. Aber eine Baustelle haben wir. Die Drosselklappen sitzen jetzt genau da, wo der Schlauch hingehen würde. Das heißt, hier muss ich leider das Wasserrohr ein bisschen umbauen, damit das hier mit der Drosselklappe passt. Deswegen kann ich leider den Schlossträger jetzt hier nicht komplett ran drücken. Egal, ihr werdet es mir verzeihen, weil Fakt ist, der Motor sollte im Auto laufen und das kriegen wir heute hin. Wir haben Folgendes gemacht. Chris hat schon die Software soweit konfiguriert. Ich habe schon haufenweise weiteres Zeug verkabelt. Das heißt, wir können jetzt hier Gas geben. Die sind auch schon synchronisiert links, rechts. Das heißt, wir können ihn anreißen und tatsächlich mal ein bisschen Gasstöße geben. Normalerweise muss ich immer so einen Motor bestimmt 30 Sekunden auern lassen, bis der Öldruck aufbaut. Ich bin mal gespannt, ob es mit der Trocken so schneller geht. Öl ist auch drin. Nicht, dass über Nacht hier noch was abgelassen wurde. Nee, stopp, ist gar nicht korrekt. Wir machen als allererstes Wasser rein und hoffen, dass wir keine Tropfsteinhöhle hier haben. Hier sagte ich ja, der Grund, warum der Motor jetzt in dem Auto wieder drin ist, ist, bevor wir final damit auf dem Motorenprüfstand können, müssen wir jetzt noch drumherum alles fertig bauen. Das heißt Kabelbaum, das heißt Wassertank. Irgendwo muss ja noch ein cooler Wassertank hin, den würde ich gerne selber bauen. Ich denke mal, hierfür würde ich gerne den Platz hinter dem Motor nutzen. Kraftstoffzuführung inklusive Tank und alles noch ein bisschen schick machen. Weil natürlich derjenige, der mich kennt, weiß, dass ich solche Rohre alle pulvern muss. Und erst dann kann es final rein. Das heißt, so ein, zwei, drei Kleinigkeiten hier haben wir noch und dann geht's raus und dann geht es tatsächlich bei Olaf auf Motorprüfstand. Wo ich mich schon wirklich sehr, sehr, sehr drauf freue, weil das wird echt richtig geil. So. Aber erstmal bin ich überhaupt, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir für ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass das Ding angesprungen ist und so läuft, wie er laufen soll. Das Piepen, was ihr jetzt gerade die ganze Zeit hört, ich weiß gar nicht, ob die Kamera das drauf hat, aber bestimmt. Bestimmt, ja. Das ist von jetzt den elektrischen Drosselklappen. Guck, siehst du, mir fällt da drüber auch. So, jetzt sollten wir mal gucken, wie lange braucht er. Also, Öldruck. Müllbar. Jetzt nehme ich diesen hier. Achtung, nicht erschrecken. Gucken, ob der Motor noch dreht. Und das waren schon 2 Bar. Krass. 16.55,3 Uhr haben wir angefangen. Also das ging wirklich krass schnell. Können wir gleich mal gucken, bis wie viel er Druck aufbaut. ,7 Bar schafft der Anlasser. Das geht. Oder? Was sagst du? Läuft. Noch nicht. Hier, ne? Gleich. So, jetzt machen wir Zündung dazu. So, ist das Bremspedal oder das Gaspedal? Gaspedal. Ja, Gaspedal. Geil. So, hat nicht jeder. Kann man machen. Jetzt machen wir die Pumpen an. Und dann gibt es einen schönen Kaltstart. Achtung, nicht erschrecken. Ah, jetzt wird tatsächlich leider die Batterie schwach. Der fährt in meinem Bus durch die Gegend. Aber ich habe ein Ladegerät. Das hängen wir mal ganz kurz an hier. Ich werde erstmal gar nichts machen, außer hier aufräumen. Am meisten freue ich mich wirklich drauf. Dieses Chaos. Weil jetzt weiß man, was man hier wo alles braucht, um dieses Chaos einfach erstmal zu beseitigen. Oder vielleicht mal zu schlafen. Ach, schlafen ist überbewertet. Das kann ich später noch genug. So wenig. Okay, die letzten Tage waren jetzt wirklich krass. Also es waren aber schon noch so, dass wir in Anführungsstrichen normal geschlafen haben. Nein, nicht für mich. Aber ich bin jemand, der, wenn ich wirklich 5-6 Stunden Schlaf habe, dann reicht mir das vollkommen. Auf Boost gehen wir mal. Ja, schade, ich hätte euch gerade so einen schönen Kaltstart gezeigt. Das ging aber nicht. Da ist es leider so, wenn der Motor zu wenig dreht, schafft das einfach gar nicht zu starten. Und wenn die Spannung auch zu weit einsackt, ist es manchmal so, dass das Steuergerät an und ausgeht. Und dann kann er natürlich auch nicht mehr starten. Das heißt, man braucht schon immer definitiv genug Saft.
Willst du mal reinfilmen? Filmen wir mal. Filmen wir, nee, ich glaube da so. Am Rad vorbei. Ja, das sieht man. So, next try. Das Ladegerät hat jetzt zum Glück ganz gut Saft. Also ich denke mal, das könnte sogar reichen. Dritt. Man hört richtig, er will zünden, kann aber einfach noch nicht. Kann einfach noch nicht, braucht ein bisschen mehr Drehzahl. Also noch warten? Oder? Ja, müssen hier ganz kurz mal ein bisschen Saft in die Batterie reinblasen. Weil damit die Batterie natürlich auch die letzten Tage echt massiv ein mitgegeben. Deswegen müssen wir uns da leider kurz gedulden. Jo. So, nächster Versuch. Mal gucken, vielleicht reicht es jetzt ja. Also er lief auf jeden Fall kurz. Ja, nein, der ist so sauer angesprungen gestern noch. Man hört ja schon, wenn der nicht mehr sauber macht, das reicht fürs Ding nicht. Guck mal, hier ist Ethanol drin, das springt kalt eh scheiße an. Deswegen, ja, hilft nichts, wir müssen kurz eine halbe Stunde laden und dann geht's weiter. Muss ich mir tatsächlich einen Pulli anziehen, weil wird kalt hier drin. So, 15 Volt, das sieht doch schon mal besser aus. Also der Knall ist schon abartig laut. Ja, weil der Ausdruck komplett fehlt. Also mir kommt es so vor, als wenn hier schon wieder irgendwas leider verstellt ist. Junge! Also die Knalls sind wirklich... Ja. Die sind eklig. Da kann man sich auch irgendwie nicht drauf vorbereiten. Nee, ich weiß auch wirklich gar nicht, was es ist. Jetzt müssen wir mal einmal überlegen. Warum macht er das gerade? Ich glaube, ich habe den Fehler. Vertauscht? Ja. Ja, was soll ich sagen, Leute? Wir sollten langsam einfach... Schlafen. Wie war das mit dem wenig Schlaf? Zylinder 1 und Zylinder 3 vertauscht. Das heißt, er kann auch maximal nur auf 4 Zylinder in dem Moment laufen. Und 4 Zylinder ist halt schon ein bisschen wenig. Okay, ja, aber wir haben wirklich bei dieser Videoreihe mal gesagt, wir machen das wirklich mal real und live. Live. Aber solche Fehler passieren halt einfach den besten. Das ist ja halt leider so. Okay. Bereit? Ja. Ich wusste doch, dass da irgendwas komisch war, weil ein Auspuff knallen ist immer scheiße. Also ein Auspuff knallen macht es ein Auto normalerweise nicht. Ja.
krass ist, ist, wo wir, was noch so gar nicht passt, ist die Gasannahme, Pedal, Drosselklappen zu Motorlauf. Das will er noch so gar nicht. Also macht die Klappen wirklich nur minimal auf und der geht sofort aus. Motor. Also gibt man ein ganz bisschen Gas, ist ja viel zu mager. Dann fängt er nämlich auch diese Fehlzündung in den Ansaugtrakt zu machen, die man so ein bisschen gehört hat. Hört man jetzt natürlich so krass, weil die Klappen hier direkt offen sind. Klingt aber schon wirklich antragungsfrei, würde ich sagen. Street legal. Nein, also ist, muss man wirklich sagen, auch für jegliche Abstimmungsarbeiten, wie auch immer, ist das definitiv so zu laut. Also da müssen wir definitiv den alten Auspuff nochmal holen. Der alte Auspuff musste auf jeden Fall irgendwie runter. Jetzt will ich mal eine Sache gucken, was auf jeden Fall hier bei Max ECU geil ist. Er hat sofort einen Fehlerspeicher. Hat einen Fehlerspeicher, zeigt jetzt gerade zwei Sachen. Das ist einmal O2-Sensor Heating Arrow. Das liegt daran, weil ich aktuell nur eine Sonde dran habe. Und bei einer Sonde kann er die zweite natürlich nicht heizen. Da könnte ich jetzt hier natürlich auf Inputs, Lambda-Sensor und ihm einfach nur einen vorgeben. So, dann sollte der Fehler schon mal weg sein. So, der zweite ist TuFu Trigger, Teeth Before. Das ist auf jeden Fall geil, dass der Fehlerspeicher hat. Das hat Max ECU nicht. So, und jetzt gucken wir mal eine Sache ganz spontan: Fuel Acceleration Enrichment. Also, wir geben ihm mal auf Gasstöße im Leerlauf einfach mal viel, viel mehr Sprit. Also wir haben ihn jetzt mal radikal ein bisschen fetter gemacht und checken das Ganze nochmal ab. Filmen mal gleich. Wir müssen das Ganze hier aber eh bald abbrechen, weil ich habe leider noch keinen passenden Öldeckel. Der war ja zu hoch für die Ansaugbrücke. Und gleich auf jeden Fall mal einmal filmen auf den Zahnriemen. Mhm. Das gefällt mir auch alles so gar nicht. Der läuft komplett von links nach rechts. Das eiert, boah, da weiß ich echt nicht, wo da der Wurm ist. Wir spannen den zur Sicherheit nochmal. Meine Vermutung ist, entweder ist der Riemen irgendwie kacke, ich wüsste allerdings nicht warum, oder irgendwas anderes, oder einfach alles. Fakt ist, das ist auf jeden Fall gefährlich so, weil der lässt sich auch immer wieder spannen, weil ich glaube, der vibriert und eiert so krass, dass er dadurch den Spanner zurückdrückt. Also wir müssen das Ding auf jeden Fall umbauen auf mechanischen Spanner, nicht auf einen automatischen hydraulischen. Und ja. Aber gute Nachricht ist, Wasser sieht schon mal gut aus. Das sieht recht dicht aus. Also, let's go. Erstmal Sprit drauf. Fehler könnte auch ein anderer sein. Guck mal hier. Wenn ich nur ein ganz bisschen Gas gebe, und er macht sofort 30%, aber das sind ja niemals hier 30% Gaspedal. Das müssen wir auch mal ein bisschen feiner machen. Aber es ist nicht ganz korrekt, es ist sogar schon softer gemacht. Gehe ich auf 36%, macht die Drosselklappe sogar nur 22% auf. Wir machen das Ganze mal linear. Also jetzt ist Gaspedalstellung gleich Drosselklappenstellung. Bums, da war kein Sprit dran. Ja.
kommt aus den Dornpalmen raus. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das nicht immer noch Öl im Motor ist. Na, da ist jetzt der laute Auspuff schon echt von Nachteil. Weil es halt einfach so laut ist. Jetzt so laut ist, dass man echt schon gar nichts mehr hört. Weißt du, er lief jetzt ja auch noch nicht lange. Nicht, dass du einfach nur... Ey, komm, es läuft richtig aus dem Auspuff raus. Also, wir haben komplett die ganzen Ansaugwege getrennt. Das heißt, wir haben keine Verbindung zwischen Drosselklappe und Turbolader. Das heißt, er kann jetzt gerade das Öl gar nicht in dem Motor verbrennen, weil es gibt gar keine Möglichkeit, dass das Öl da überhaupt reinkommt, außer über einen Zylinder. Dass es auf allen 6 Zylindern gleichzeitig ist, glaube ich nicht, halte ich für ein Gerücht. Das heißt, für mich sah das jetzt tatsächlich gerade so aus, als wenn was mit der Ölversorgung der Turbolader ist und die Turbolader auf einmal beide, weil es tropft richtig aus den Hosenrohren raus, dass das Öl da nicht mehr weg konnte. Als wenn irgendwas an der Trockensumpf dran ist, dass er gerade mit dem Öl nicht mehr zirkuliert. Öldruck ist voll da, das habe ich gerade geguckt, da passt alles. Ich nehme mal ein Hosenrohr raus. Wir sehen auch schon hier einen Tropfen. Ja? Ah, okay. Ah, hier, guck. Jetzt ist die Frage, war das jetzt nur einmal Öl? Einfach so von der ersten Betriebnahme? Was sich jetzt gerade das erste Mal nur, ich sag mal vorsichtig, wegbrennt? Oder was ist da los? Also schnell baut man den Dornpalmen aus heutzutage. Ist auch was, ne? Ja. Sieht man ja richtig so, wie es herunterläuft. Weil die Lader sind ehrlich gesagt jetzt nicht so nass von innen. Also wenn es wirklich tatsächlich jetzt nur einmal gerade mit Zufall war, ja. Weil es nass geworden ist. Weil man sieht ja auch hier, es ist ja mehr wie eine Ölspur, die rausgelaufen ist. Ja. Meine Vermutung gerade ist, also warum diese Ölspur hier auf beiden Seiten rausgelaufen ist, weiß ich noch nicht. Kann natürlich jetzt damit zusammenhängen, durch unseres ganze Georgel, also durch die Trockensumpf kriegt der Turbolader jetzt natürlich volles Ballettdruck. Das kriegt er normalerweise auch. Aber wir haben ja festgestellt, der Druck ist früher da. Das heißt, die Lader kriegen auch früher den Druck. Und wenn die Pumpe nicht richtig läuft, wird die allerdings nicht so stark absaugen können. Weil 3 von den Kammern der Pumpen sind ja zum Absaugen da. Das heißt nicht, dass durch dieses mit wenig Drehzahl die ganze Zeit laufen lassen, jetzt Öl durch den Turbolader, weil der Turbolader ist eine dynamische Abdichtung. Die kann nur abdichten, wenn der die Welle dreht. Ohne Zündung dreht aber die Welle nicht. Das heißt, dann drückt er definitiv das Öl hier raus ein bisschen. Gerade wenn die andere Seite nicht wegsaugt. Weil es ist so gleichmäßig auf beiden Seiten, wie es da runterläuft, ne? Und dadurch, dass ich jetzt eben gerade das erste Mal Gas gegeben habe, vermute ich, ist das Rohr so heiß geworden, dass das Rohr dann angefangen hat, das Öl zu verbrennen. Also es ist einfach nur in dem Öl, in dem Rohr verbrannt. Ja, okay. Das ist natürlich nicht so cool, ist jetzt allerdings auch nicht so schlimm. Fakt ist, müssen wir nochmal bei. Wir könnten jetzt zur Sekunde nur Folgendes machen. Wollen wir mal testen? Also ich würde sonst die Rohre jetzt im Bremsenhaar einmal sauber machen, dass da definitiv nichts mehr drin ist. Wieder ranstecken und nochmal einmal. Okay. Also ich habe mich dazu entschlossen, wir machen jetzt hier keine Spielchen mehr. Irgendwas hat sich seit gestern bis heute verändert. Ich vermute, es hat mit der Höhenlage des Tanks zu tun, von der Trockensumpf. Weil wir gehen mit dem Ölrücklauf in die Trockensumpfpumpe und der Ölrücklauf funktioniert aktuell definitiv nicht. Weil es ist, als ich gerade vom Rohr sauber machen wieder gekommen ist, ist es gleichmäßig runtergetropft aus beiden Ladern. Das heißt,
da kann mechanisch jetzt nicht zur Sekunde was kaputt gegangen sein, weil dann wäre es nur der eine oder der andere. Beide so gleichzeitig, das zeigt mir, dass mit der Absaugung was von den Ladern gerade nicht funktioniert. Mein Bauchgefühl sagt mir, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich bin nämlich zur Sekunde noch extrem happy über die letzten Tage, dass das Ding jetzt läuft. Wir können jetzt im Auto die letzten Sachen fertig bauen. Kabelbaum, Kraftstoff, Kurbelwellengehäuseentlüftung, so ein paar Kleinigkeiten. Und dann geht es im März, dann sollte nämlich die Glocke fertig sein, nämlich zu Olaf, Motorenentwicklung auf dem Motorenprüfstand. Und genau dafür ist der Motorenprüfstand da, dass man genau das, was man jetzt gerade hier hat, eben nicht macht. Weil, ja, jetzt ist es wieder so, und das Auto legen, es ist warm, nee, da sind wir mittlerweile zu alt für und auch zu professionell für, dass man jetzt hier irgendwie irgendwo irgendwas kaputt spielt. Das machen wir ganz in Ruhe, komplett technisch, professionell, so ein bisschen wie an der Universität werden wir an die Sache rangehen, quatschen erstmal mit Olaf über alles an dem Motor, alles, was ich mir so überlegt habe, mit Wasserkreislauf, mit Ölkreislauf, volles Programm. Dann kommt auf jeden Fall auch Chris dazu. Der ist in Sachen Max-ECU und Programmieren definitiv der Schnellste. Das heißt, auch für mich würde es viel zu lange dauern, jetzt das hier zu programmieren. Das geht einfach nicht mit dem Auspuff. Aber ich bin schon mal sehr dankbar für die letzten Tage. Ich bedanke für jeden, der mir geholfen hat. Danke für Chris, die Zeit, die genommen hast, Flo, Marius. Geil, wir haben es geschafft. Auto läuft, ist drin, Technik. Ich sage jetzt auch einfach mal, sie funktioniert. Der Rest sind jetzt definitiv Kinderkrankheiten, die halt beim alten Auto 10 Jahre gedauert hat. Nur das, was jetzt halt noch mal krasser gebaut haben. Deswegen, ich würde an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen, danke für den Support. Und ihr dürft euch darauf freuen, dass es jetzt definitiv Februar, März, April mit Limo weitergeht. Weil ich würde nämlich gerne im April vielleicht schon das erste Event mitfahren. Das heißt, wir müssen im März uns ranhalten auf dem Motorenprüfstand, das alles ready machen. Ich sage so viel schon mal vorab, dieser Motorenprüfstand kann nur 1000 kW, das sind 1360 PS, reicht vollkommen aus, hat auf dem Motorenprüfstand bisher auch noch keiner erreicht, deswegen ist es für uns genau richtig, da werden wir das Ding richtig geil. Alles, was wir jetzt hier machen wollen würden, mit Gasstöße, Gas geben und so weiter. Es ist einfach Quatsch, das jetzt nur fürs Video zu machen, per Teamviewer, Chris anrufen und so weiter. Das ist einfach nicht professionell, dafür ist mir meine Zeit auch zu schade, jetzt hier irgendwas kaputt zu spielen, nur damit wir ein Video haben. Bringt einfach nichts. Weil ich bin der Meinung, ist drin, läuft, ist cool, alles geil, alles heile, alles schön und alles weitere kommt in den nächsten Wochen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.